KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Und frisch vom Spaziergang zurückgekommen, die Kate. Hallo. Hallo. Und der Chris, hallo. Hallöle. Seid ihr jetzt ganz gechillt? Immer. Nee, ich bin noch ein bisschen außer Atem. War das die Hunderunde oder war das so ohne Hund? Ja. Das ist ja schon lohnen, hey. Wir haben doch hier Langschläfer, weißt du. Ach so. Ja, nee, heute wird es auch wieder schön. Hat mich gestern echt überrascht, das schöne Wetter. Ganz plötzlich. Voll gut. Wahnsinn. Ist das der Altweibersommer schon? Ich weiß es nicht. Der goldene Oktober. Ja, oder so. Bisschen noch zumindest. Genau, wir haben ein paar Filme mitgebracht. Wir hatten in der Sneak Preview in den Innenstadtkinos den Film Bros. Wie auch immer. Und ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Halloween Ends, passend zur Halloween-Zeit, die bald kommt. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da der ja in den USA Platz 1 der Kinocharts ist, mit einem Einspielergebnis von 40 Millionen am Wochenende, was echt nicht schlecht ist für so einen Horrorfilm, ja, habe ich gedacht, ich muss den mal gucken. Dann habe ich nachgeholt, eigentlich ist es auch ein Kinofilm, weil der läuft jetzt gerade noch im Kino, Adieu Le Camp. Wie hieß der im Original? Adieu Idioten. Was dein Herz dir sagt, ja, oder so sowas. Ähnlich, ja. Den hatten wir in der Sneak Preview, hatte der Chris schon gesehen gehabt. Und den habe ich jetzt auch nochmal nachgeholt. Und was haben wir denn noch so? Hurricane Heist sehe ich hier. Sieht nach einem Schläferz aus, wenn ich die Wertung sehe. Aber der eigentliche Schläferz kommt noch. Der war nämlich in der Gewalt der Riesenameisen, habe ich geguckt. Sehr schön. Ich habe eine Podcast-Empfehlung heute mal für euch da draußen. Aha. Und auch eventuell für euch hier im Podcast. Und bei den Serien The Resort auf Sky. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was zu der neuen Staffel von Gangs of London, die auch auf Sky begonnen hat, der erste Folge. Eventuell, wenn die Zeit reicht. Schauen wir mal. Wir beginnen mal mit Bros. Den hatte hier irgendjemand in der Runde getippt. Es gab, glaube ich, nur einen Tipp und der kam von mir. Und ja, war sehr naheliegend, glaube ich, der Hinweis, den wir bekommen hatten. In Bros, ich würde es mal bezeichnen als eine Gay-Romantic-Comedy, die gedreht wurde von Nicholas Stoller. Und den könnte man kennen. Also der hat zum Beispiel diesen Muppets-Film produziert, diesen Realfilm. Er war selber Regisseur von Nie wieder Sex mit der Ex und Männertrip, die ich ja beide ganz gut fand. Aber auch von Bad Neighbors. Und er hat auch zum Beispiel die TV-Serie Friends from College einige Folgen gedreht. Und da hat er wahrscheinlich seinen Hauptdarsteller kennengelernt von diesem Film. Denn der spielt dann nämlich auch mit. Und auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht. Wie hieß er, der Schauspieler? Mal schauen. Er hat dich zutiefst auf jeden Fall bewegt. Der Billy Eichner. Billy Eichner und die zweite Hauptdarsteller ist Luke McFarlane. Und natürlich noch diverse andere Darsteller, die ich nicht so richtig kannte, die man zwar schon irgendwo schon mal gesehen hat in irgendeiner Serie oder Film, aber wo es jetzt nicht sofort Kling gemacht hat, so ach, das ist doch der oder der. Und der Film beginnt damit, dass Billy Eichner alias Bobby in dem Film einen Podcast aufnimmt und da mehr oder weniger, es scheint so eine Art Videopodcast zu sein, wo er eben auch in die Kamera spricht und was dann wahrscheinlich auf YouTube veröffentlicht wird, wo er mehr oder weniger sich über alles Mögliche auf der Welt auskotzt und seine Seele da lässt und irgendwie so mit Beziehungskram und hast du nicht gesehen, sich da komplett offenbart in dem Podcast und eben auch so sagt, er ist jetzt mittlerweile, wie alt war er, 40 und so und mit Liebe, das wird alles nichts und kurze Beziehung und er hat auch so Angebote bekommen, irgendwelche romantischen Gay-Comedies zu schreiben als Drehbuchautor, aber da waren die Produzenten des Films, die wollten halt eher so eine weichgespülte Variante, eher so eine Art, sag mal, hetero-romantic-Comedy, aber in dem Gewand einer Gay-Comedy, damit eben ein möglichst breites Publikum erreicht wird. Und er sagt halt, ach, das ist alles Quatsch. Wenn, dann muss man diese Gay-Welt so zeigen, wie sie ist, mit allem, was da dranhängt. Denn die ist doch ein bisschen anders als die Hetero-Welt. Und dann
macht relativ schnell der Film klar, dass es eigentlich jetzt dieser Film gemeint ist, um den es dann geht, nämlich der Bobby lernt auf einer Party diesen Aaron kennen, also ist so, man könnte es bezeichnen als Liebe auf den ersten Blick, denn als sich die Blicke treffen, da ist schon klar, zwischen den beiden entsteht irgendwie so eine Art Verbindung und allerdings finden die jetzt nicht so schnell zusammen, sondern die haben so ein bisschen eigene Lebenswege. Der Aaron, der ist eher so ein, ja, er lässt sich da mal auf irgendwelche Dates ein oder ist dann so der Dritte im Bunde bei irgendwelchen Pärchensex und wir werden da so eingeführt in die Gay-Welt, die mir total fremd ist. Also ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich kann es halt nicht bewerten. Ich habe einen Bekannten gefragt, hab gesagt, ob er den schon gesehen hat, zufällig den Film, weil von ihm weiß ich, dass er gay ist und ich habe ihn gefragt, ob er den zufällig schon gesehen hat in der Sneak Preview. Er hat gemeint, nee, hat ihn noch nicht gesehen, aber er interessiert sich sehr dafür. Er wusste, dass es den Film gibt, er will den unbedingt sehen, er mag den Hauptdarsteller auch sehr und ich habe dann gesagt, so ja, ich kann es leider nicht einschätzen, ob das irgendwie so halbwegs Sinn macht, was da so gezeigt wird in dem Film, weil das doch sehr anders war als das, was ich so kenne aus meinem Dating-Leben und so. Da konnte er mir leider noch keine Antwort drauf geben. Vielleicht dann, wenn der Film regulär im Kino gestartet ist, vielleicht bekomme ich dann von ihm mal ein Feedback, wie es, ja, ob das halbwegs realistisch ist, was da so gezeigt wird. Apropos im Kino, also er startet am 27.10. in den deutschen Kinos und ja, ist halt wirklich eine Gay-Romantic-Comedy. Wie die beiden zueinander finden oder auch nicht. Die haben beide unterschiedliche Lebensvorstellungen, aber irgendwie passen sie doch ganz gut zusammen. Und das Ganze ist eingebettet in sehr viel LGBTQ, denn Billy Eichner, also Bobby, arbeitet in so einem Museum. Er hat so ein Museum gegründet, was eben die LGBTQ-History darstellen soll. Und da hat er in diesem Auditorium, in diesem Gremium, was dieses Kuratorium heißt es, in diesem Kuratorium, was dieses Museum betreut, hat er eben ja aus der ganzen LGBTQ-Szene diverser Couleur Leute sitzen, die dann überlegen, wie kann die Ausstellung aussehen und die ihm natürlich auch teilweise mit irgendwelche Ratschläge geben für seine Beziehung und ja, ich glaube, viel mehr kann man eigentlich gar nicht so unbedingt sagen, oder? Habe ich jetzt noch irgendwas Wesentliches vergessen? Es war immer sehr viel, wurde auch sehr viel geredet. Es wurde viel, 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 viel zu viel geredet. Das war mir mit Abstand viel zu viel. Also, ich wollte gerade mal einen Schluck trinken nebenher. Der Film fängt halt an mit diesem Podcasting und ja, da redet man viel, wie man aus Podcasts allgemein kennt. aber es ist einfach bla 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 und der Typ redet die ganze Zeit. Also wirklich, oh. War mir viel zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er wäre mir ja auch als Typ oder so, als Freund oder so, keine Ahnung. Oder selbst, wenn man so eine Frau hätte, die ganze Zeit nur so viel erzählt wie der in dem Film, ey, puh. Ei, ei. Ja, und also wie gesagt, viel, viel Gerede von der einen Person und dann eben auch noch eine komplett platte Story, wie ich finde. Also, ja, es hat jetzt in der, wie du sagst, du hast gemeint, in der Welt der LGBTQ, ich sag, wir sind eine Welt, deswegen ist es, hat es ganz in der normalen Welt gespielt, im normalen New York. Das ist schon so eigene Kreise. Ja, also, eigene oder Kreise, gibt's okay, nicht aber viel eigene Welt würde ich halt nicht sagen. Ja. Ich würde es absolut nicht eigene Welt nennen. Nee, genau, nee, Welt nicht, Thema. Aber ich meine der eigene Kosmos, in dem die sich da befinden. Die und eigene so, das Bubble ist, einfach. Ja, die Bubble, ja, das ist der richtige Ausdruck, genau. Ich muss ehrlich, wie gesagt, ich bin raus aus dem Film und habe gesagt, hey, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der bei der Community oder in dieser Bubble extrem gut ankommt und deswegen auch wohl ein extremer Erfolg werden wird. Nur für mich war es einfach ein absoluter 0815-Film im Endeffekt. Zum einen, weil für mich das gar kein so großes Thema ist, wer jetzt mit wem, solange man Kinder und Tiere rauslässt, ist für mich alles in Ordnung. Das
deswegen, vielleicht bin ich abgestumpft, vielleicht bin ich auch wirklich dann so an dem Punkt, wo ich sage, ja, für mich ist das voll in Ordnung, die sollen feiern, die sollen glücklich sein, genau wie jeder andere Mensch auch, haben die auch das Anrecht drauf, warum auch nicht. Und deswegen fand ich es nichts wirklich Besonderes. Und bleibt halt ein 0815-Film für mich. also von der Story her absolut. Weil du sagst, wegen Zielgruppe und so, also der hat in den USA, ist der jetzt letzte Woche gestartet und der hat jetzt am Wochenende nur gerade mal so 10 Millionen eingespielt und der hat 22 Millionen gekostet, also da haben sie sich schon ein bisschen mehr erhofft. Und mal sehen, jetzt kommt der Rest der Welt noch. Ja, schwierig. Da sind jetzt einige Länder dabei, wo das nicht ganz so gern gesehen ist vielleicht. Ja, ich sag mal so, wenn das jetzt ein Superheldenfilm ist oder ein Actionfilm, da kannst du davon ausgehen, dass du in manchen Ländern ordentlich Geld einspielst, aber... Du meinst die Länder, die auch rausschneiden, wenn zwei Comic-Mädels sich kurz knutschen? Zum Beispiel, ja. Deswegen, also hier steht es auch drin, trotz positiver Kritiken erzielte Bros am Box-Office nicht den gewünschten Erfolg. Der 22 Millionen Budget-Film spielte am Startwochenende nur 4,8 Millionen ein, steht zwar hier, aber bei IMDb stehen 10 Millionen, aber gut, vielleicht sind da noch andere. Ja. Kate, wie fandst du es denn? Ich habe nicht mehr so viel zu sagen, weil ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Das Einzige, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, was wir eigentlich direkt nach dem Film besprochen haben, ist, dass er eine halbe Stunde zu lang ist. Ja, lang war auch noch. Der Film war einfach zu lang. Der ist mit einer Stunde 55 einfach zu lang. Ich fand den jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Also wir hatten schon wesentlich schlechtere Filme. Allerdings fand ich immer dieses Darstellen von Sexualität ist ja schon in Ordnung, aber es ist immer so ein bisschen over the top gewesen, finde ich. Also es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass wir nackte Schwänze sehen und solche Sachen, ja. Aber ansonsten... Was für Ausdrücke hier, sag mal. Ja, ich darf das. Wir dürfen das hier. Und was ich halt ganz charmant fand, war dann, als in die Storyline noch diese Geschichte mit man selber sein reinkam, also dieses ich bin nun mal ich, entweder du kommst schon mit klar oder nicht. Und ich verstelle mich jetzt auch nicht, nur weil irgendjemand da ist, dem der andere vielleicht peinlich ist und so. Und das fand ich noch ganz charmant, dass das noch mit reinkam, dass man einfach sich selber, also man selber sein soll und sich nicht verbiegen lassen soll. Ansonsten, ja, ich tat jetzt nicht weh. Also abgesehen davon, dass er einfach ein Tick zu lang war. Sonst fand ich ihn eigentlich ganz süß. Und ja, der hat viel geredet, aber er war halt auch Schriftsteller. Aber hey, da soll sich noch einmal einer über Gilmore Girls beschweren, gell? Da wird weniger geredet als wie in diesem Film. Na, ich weiß nicht. Oh, doch. Die können auch plappern, aber nicht so wie der. Ja. Na, ich weiß nicht. Er war halt er wird halt als sehr kreativer und leidenschaftlicher Mann dargestellt, der halt einfach zu sagen hat, was er sagen will. Problem an der Sache war nur, dass er sich irgendwie, dass seine Meinung irgendwie am wichtigsten war. Das ist mir bei dem einen, bei der einen Szene aufgefallen, wo sie da am Tisch saßen zusammen im Restaurant und dann hat der eine irgendwas erzählt, was ihm wichtig war und dann kam Bobby rein mit seiner Geschichte, die aber viel wichtiger war und die einfach viel interessanter war und wo er den anderen dann quasi so überquatscht hat. Aber ich glaube, ist halt die Rolle, die er spielt mit diesem extrovertierten Schriftsteller beziehungsweise Regisseur beziehungsweise Podcaster, Influencer, was auch immer er beruflich da wirklich gemacht hat. Ja. Ich habe gerade mal noch ein bisschen gesucht gehabt nach ein paar Kritiken aus der Gay-Community, nenne ich es jetzt mal, zu diesem Film. Aber die lassen auch nicht viel gute Haare an dem Film. The Flick is horrible, also die Geschichte ist furchtbar. Ich weiß nicht, an unfunny embarrassment to the gay community ist da so die Überschrift, okay. Hier und ja, also okay, es hat dann noch nicht mal die Zielvorgabe erfüllt, eine spaßige Romantic Comedy für die Gay Community zu schaffen hier, offensichtlich. Also da würde ich mal sagen, das Ziel total verfehlt. Ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefühlt, als gucke ich hier einen Film an,
der überhaupt nicht für mich gemacht ist. Also, aber das, ja, das geht mir auch so, wenn ich in irgendwelche Fernsehserien reinzapp, wo ich sehe, okay, das ist jetzt offensichtlich auch, da bin ich überhaupt nicht die Zielgruppe dafür. Und genauso habe ich mich bei dem Film gefühlt. Ich habe mich stellenweise sehr gelangweilt. Ich war genervt von dem, was der so viel erzählt hat. Ging zu lang, der Film. Und da war jetzt nichts drin, was mich irgendwie mitgerissen oder begeistert hat, großartig. Genau, das meine ich ja. Dass die Story halt dieses auf dem Bierdeckel erzählt hat. Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber genau das. Es ist nichts mit einem besonderen Kniff, mit einem besonderen Ding, sondern es ist halt ein absoluter 0815 Rom-Com-Film, also romantische Komödie, der keinen besonderen Kniff noch hat, sondern halt in dieser Bubble spielt. Und ja und ist wieder genau das, was am Anfang bei dem Produzenten da gesagt hat, von wegen, ja, wir wollen da einen anderen Film, bla bla bla, und das soll nicht. Und genau sowas ist dann doch entstanden. Und im Gegensatz zu Magic Mike, wo man auch oberkörperfreie Männer sieht, trifft das hier jetzt noch nicht mal die Zielgruppe der Ladies Nights, weil das ja offensichtlich nicht für diese Zielgruppe gemacht ist. Deswegen, also der Film wird es schwer haben. Und wenn man sieht, in den USA... Der Film wird aber auch sein Publikum haben. Genau, ich habe jetzt nochmal geschaut. Ich hatte ja gesagt, in den USA jetzt 10 Millionen, aber 10 Millionen, der lief offensichtlich schon vor vergangenes Wochenende an. Das heißt, im ersten Wochenende hat er wirklich nur diese 8 Millionen eingespielt, was ich vorhin gesagt hatte. Und jetzt dieses Wochenende hat er gerade mal 934.000 eingespielt. Also großer Absturz. Und ich glaube, da ist noch nicht mal ein Großteil der LGBTQ-Community von dem Film angetan. Und die Mundpropaganda, die zum Beispiel bei Smile dazu geführt hat, dass der Woche für Woche immer weiter drin bleibt und steigt. Der hat jetzt letztes Wochenende in den USA nochmal 12 Millionen eingespielt, was für so ein Horrorfilmchen wahnsinnig gut ist. Und und das funktioniert bei dem Film hier offensichtlich nicht. Also bin da mal gespannt, wenn der in Deutschland angelaufen ist, was da so die Leute drüber sagen. Und ja, vielleicht sieht es ja noch irgendjemand in der Preview. Ansonsten von mir bekommt Bros 5,5 von 10. Chris? Ich bin bei der Bros bei 5 von 10 und möchte an dieser Stelle noch einen ganz lieben Gruß an die Kinogäste in Reihe 15, also hinter uns, loswerden, die mit dem Kommentar Kotzwirk nach 5 Minuten rausgelaufen sind. Ich habe selten intolerantere Arschlöcher wie euch erlebt. Vielen Dank. Die waren etwas älter, glaube ich. Also ich habe es auch gemerkt, ich habe noch irgendwie gehört, wie die Frau dann sagte, so eine Schweinerei, also im schwäbischen Akzent. Ja, und dabei war noch gar nicht die Schweinerei zu sehen, die kam ja später erst. Stimmt. Ja, übrigens in unserer Facebook-Gruppe habe ich auch 5 Punkte gegeben, weil da gibt es keine halben Punkte, da habe ich abgerundet. Ja. Kate, was gibst du? Ich gebe ihm tatsächlich, glaube ich, von uns allen die besten Punkte. Ich gebe ihm 6,5, weil ich fand den okay, tat jetzt nicht so weh. Okay, so, wie schaut's denn? Sind wir gerade bei der Gruppe. Was könnte denn morgen kommen? Wie sieht's denn da aus? Ja, also der Tipp lautet hinter verschlossenen Türen. Das passt jetzt leider auf ein paar Sachen, aber es wurden 3 Tipps abgegeben. Einmal das Social Experiment, wo ich Bock drauf hätte, und das Menü, wo ich auch Bock drauf hätte, und Rheingold, davon habe ich noch nichts gehört. Ah, das ist dieser deutsche Film, glaube ich, mit Rata, mit dem Rapper. Ah, was? Okay. Mit Rata. Okay, wer auch immer. Der Rapper. Schreibt sich mit X. Ich glaube, du könntest mir 10 Namen hinlegen und sagen, ist es eine Nachspeise oder ist es ein Roger Rapper? Ich würde wahrscheinlich 10-mal daneben liegen. Okay. Also bei Bushido mit Soße, da könnte ich wahrscheinlich mithalten. Also. Ja, gut, also wenn man Ratar nicht kennt, ja, weiß ich auch nicht, was ich ja jetzt noch sagen soll. Ja, du hast halt einen Teenager, beziehungsweise eine junge Erwachsene zu Hause. Wir arbeiten erst noch an der jungen Erwachsenen, also von daher. Ratar ist 81 geboren. Frag uns in 10 Jahren, dann kennen wir uns auch aus. Ratar ist 81 geboren. Ja, aber da steht Xatar, was du gerade gesagt hast. Ja, der spricht sich aber Ratar. Ach so, ja. Das übrigens, ist kurdisch. Ah, okay. Ja. Mein Name wird auch nicht mehr Chris aus. Er schreibt sich Chris, aber wird nicht Chris ausgesprochen, sondern Boris. Okay.
Ja, aber wenn es kurdisch ist, vielleicht wird es wirklich so ausgesprochen. Ja, natürlich wird es so ausgesprochen, dann ist auch voll okay. Wie sieht denn der aus? Oh, der sieht aber ganz schön böse aus. Ja, ich das ist ein deutscher Rapper, was erwartest du? Ich kenne ein paar. Richtiger Bad Boy, aufgewachsen im Ghetto. Ja, der sieht jetzt nicht, sorry, er sieht jetzt nicht aus wie ein deutscher Rapper, der sieht aus wie einer aus der Ghetto Bronx. Ja. Hat aber echt ein paar coole Tracks, ist jetzt nicht so ein so einer von den ganz bösen Buben da, die da irgendwelche komischen sagen. Außerdem ist er gar kein deutscher Rapper. Er ist born im Iran, Education London Metropolitan University, Producer, Songwriter, ja. Vocals und Piano. German Hip-Hop, na ja, super. Alles aber gut, wirklich ist deutsch schon. Er wird Fans haben, die sind glücklich damit und das ist auch schön, dass er Erfolg hat. Das gönne ich ihm vom Herzen. Er sieht aber trotzdem gruselig aus. Ja. So, next. Ah, herrlich. Ob der auch zur WM nach Katar fliegt? Blöde WM, ey. Ich boykottiere die. Wenn der Husten hat, hat er dann einen Katar. So, ich habe mal einen Film gesehen. Halloween Ends. Oh, ich bin aber laut. Sagt mir das keiner. Ich höre dich wunderbar. Schlägt dich ins Rote aus, um Himmels Willen. Schrei halt nicht immer so. Ja, Halloween Ends, das wäre ich gleich euphorisch hier. Nee, ich war eher vorsichtig euphorisch, um es mal so zu sagen, denn ja, das ist ja quasi so eine Art neue Trilogie, die hier nochmal ins Leben gerufen wurde, wo man, ja, die Halloween-Fans und Kenner, die werden das ja ungefähr wissen. Es gab ja Halloween 1, das war ja dieser berühmte Film hier, John Carpenter und so. Und dann gab es ja den Halloween 2 und der hat ja, da gab es ja einen sehr kuriosen Plot-Twist, um es mal so zu nennen. Und an diesem Plot-Twist, ja, der hat dann dazu geführt, dass die nächsten Filme dann richtig scheiße geworden sind, weil man nicht gewusst hat, wie kann man damit umgehen mit diesem Plot-Twist. Und der, ja, diese neue Trilogie ignoriert halt einfach alle folgenden Filme und schließt halt einfach direkt an dem ersten ursprünglichen Halloween an. Und das ist jetzt der dritte Teil, Halloween Ends. Und ja, was soll ich sagen? Also Jamie Lee Curtis letztmalig in einem Halloween-Film zu sehen, das musste ich natürlich mir anschauen. Und jetzt gerade im Horror-Oktober kann man das durchaus mal mitnehmen. Und ja, worum geht's? Seit dem letzten Angriff ist ja immer so, alle reden noch drüber, so, weißt du noch damals, was da passiert war und so, alles ganz schlimm und natürlich ist ja wieder Halloween und oder steht vor der Tür und alle sagen so, oh, wir müssen aufpassen und ja, ihr wisst noch, was da passiert ist, aber zum Glück ist er ja tot, ja, man kennt das, ne, zum Glück kann ja jetzt nichts mehr passieren, so ist es ja immer bei Halloween und der geneigte Kinozuschauer wird ahnen, na, das ist vielleicht doch nicht ganz so, da kommt vielleicht doch nochmal was. Allerdings sehen wir am Anfang erstmal einen jungen Mann, nämlich den Corey Cunningham, gespielt von Rowan Campbell. Und da ist eine krasse Geschichte. Der ist nämlich als Babysitter tätig, obwohl Babysitter ist vielleicht zu viel gesagt. Also da ist das Kind ist schon etwas größer, ist kein Baby mehr. Aber in Amerika ist es ja häufig so, dass dann irgendwelche Leute da, irgendwelche Jugendlichen auf irgendjemanden aufpassen und dafür ein bisschen Taschengeld bekommen. Ja, jedenfalls kommen dann die Eltern wieder und das Kind ist tot. Und ist aber ein Unfall gewesen, ziemlich übles Ding. Und er wird dann halt so ein bisschen der Aussätzige in der Stadt, weil alle wissen, dass er da das Kind auf dem Gewissen hat und keiner weiß, was davon zu halten ist. Und ja, er läuft dadurch auch ein bisschen neben der Spur und eines Tages erkennt er auch, dass da wohl der Mike Myers doch noch irgendwo überlebt hat und weil irgendwie beide irgendwie so ein bisschen aussätzig sind, ich möchte nicht sagen, er freundet sich mit ihm an, aber ja, die haben so eine Art Zweckbeziehung oder irgendwas, er führt ihm Opfer zu und so weiter und das ist alles ein bisschen sehr kurios gemacht und jedenfalls, wir lernen auch ein paar andere in der Stadt kennen und ja, ich will nicht zu viel verraten, natürlich ist es wieder Riesengeschnetzel und Mike Myers ist wieder unterwegs, wer hätte das gedacht, Überraschung, Überraschung und ja, die letzte Rolle von Jamie Lee Curtis als Scream Queen in dem Film, ja, war ganz okay, war besser als die vorhergehenden zwei, würde ich sagen, die ja doch, naja,
wo man irgendwie gemerkt hat, ja, irgendwie wollte man was machen und eigentlich hätte es ein Film getan, aber irgendwie wollte man drei draus machen und so, und das ist halt jetzt hier der Abschluss. Und ich glaube, man kann aus dem drei Filmen, vielleicht gibt es dann mal so einen Fan-Cut oder sowas, wo aus den drei Filmen einer gemacht wird. Ich glaube, der würde mir ganz gut gefallen, weil da ist sehr viel Füllermaterial drin und ja, letzten Endes war es schön, das gesehen zu haben, und das Ende ist gut inszeniert, also es ist wirklich Halloween Ends. Ist jetzt nicht so, ja, wie es, bei... Ist es wirklich das Ende? Ist es jetzt ja, wirklich also, das Ende? Ja, ich würde mal sagen, natürlich gibt es immer Möglichkeiten, genauso wie bei Jason oder so, oder irgendwie, da gibt es immer Möglichkeiten, den nochmal wieder auftauchen zu lassen, oder Iron Man oder sowas, keine Ahnung. Also die Drehbuchautoren sind ja da immer reichlich kreativ, um irgendwelche Figuren wieder aufleben zu lassen, wenn man irgendwie die Cash-Cow weiter melken möchte. Aber hier das Ende, das wird schon so auf 10, 15 Minuten inszeniert, und ja, also wenn man sagen würde, das ist der letzte Film zum Thema Halloween, dann passt das. Das Ende ist stimmig und gut inszeniert. Aber ansonsten, die Drehbuchautoren, wenn die einen Weg finden wollen, da irgendwas nochmal wiederkehren zu lassen, dann finden sie das immer. Aber letzten Endes, ja, war okay, das gesehen zu haben, und jetzt im Horror-Oktober bin ich da sowieso ein bisschen in Stimmung für solche Filme. Deswegen, ich weiß, der Film hat nicht so wahnsinnig gute Kritiken geerntet, aber ich fand ihn ganz stimmig, und Jamie Lee Curtis, und waren ein paar gute Slasher-Szenen. Die Szene mit dem Babysitter fand ich gut inszeniert und überraschend. Und wenn es ein Horrorfilm schafft, mich ein bisschen zu überraschen, und wo ich sage, oh, damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt passiert, dann ist das schon mal viel wert. Deswegen bekommt der Film von mir in diesem Horrorgenre durchaus mal 7 von 10. Deswegen ist eine kleine Empfehlung jetzt für Horrorfans. Ich denke mal, der Name allein wird schon Leute ins Kino ziehen, obwohl Smile immer noch relativ stark ist in den Kinocharts. Aber ja, Halloween wird da sicher in den nächsten Wochen dem ein bisschen Rang ablaufen, denke ich. Okay. Und wenn wir einmal beim Kino sind, dann gucken wir doch gleich mal, was da so in den Neustarts drin ist und in den Charts. Kinocharts und Neustarts. Haben wir denn in den Charts? In den Stuttgarter Innenstadtkino. Ich wollte dich gerade schon loben für den unfassbar tollen Übergang, den du da geschaffen hast. Danke, danke. Alte Frank Elstner Moderatorenschule. Der Nachname, Platz 5. Für die jüngeren Zuschauer, Frank Elstner hat Wetten, dass erfunden. Und der hat eine Moderatorenschule, wo sehr viele junge Moderatoren draufgehen können und das Handwerkszeug. Auf Platz 4, Ticket ins Paradies. Platz 3, Black Adam. Platz 2, Die Schule der magischen Tiere 2. Platz 1, Smile, siehst du es auch? Ja, siehst du mal, immer noch 1, krass. Ja, sehe ich also auch. Also die Mundpropaganda funktioniert bei dem Film. Kann ich auch immer noch wärmstens empfehlen. Also jetzt im Horror-Oktober angucken, Smile. Reingehen in die Innenstadtkinos oder überall. In die coolen Kinos, die es überall gibt auf der ganzen Welt. Innenstadtkinos. Ich guck gerade mal, in USA, Platz 1 hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, ist Halloween Ends. Platz 2 ist Smile. Platz 3 ist Lyle, Lyle, Crocodile. Das ist dieser Film mit dem Krokodil. Da machen sie im Kinderfernsehen hier bei uns Disney Channel immer Werbung. Ja, Platz 4, The Woman King, den hatten wir in der Sneak. Und Amsterdam, Platz 5 in den USA. Krass. Und was läuft ein schönes an? Den ersten darfst du machen, Chris. Rheingold, Fatih Akins Biopic und Gangster-Drama über den Rapper Chatar. Okay, ich würde es mir mit solchen Rappern nicht verscherzen, Chris. So, falls der in die Innenstadtkinos kommt, ja, und seinen Film vorstellt, dann, nee. Oder komm, schreib dann einen Diss-Song über mich. Genau. Wow. Kannst bin beeindruckt. Kannst du aber zurückreiben. Hallo, Rata, alles klar. Es ist schon wieder Freitag. Okay. Bringing back the old Stuttgart Rap. Coldplay, ein Musikfilm, läuft in manchen Kinos, aber Bros läuft halt auch an. Die schwulen Rom-Com mit Billy Eichner von den Machern. Heißt er eigentlich Eichner oder Eichner? Wahrscheinlich Eichner, weil es ein Amerikaner ist. Von den Machern hinter Dating Queen. Okay. You are the Dating Queen.
Ja. Bodies, Bodies, Bodies. Was anklingt wie ein Porno, ist eine Horrorkomödie. Erzählt, und die erzählt von einer Party auf einem abgelegenen Anwesen, welche aus dem Ruder läuft, als sich Leichen zu stapeln beginnen. Bodies, ja, vielleicht doch ein Porno. Oh mein Gott. Klingt eingänglich. Guter Titel. Dann auch noch das Social Experiment. Den hatten wir für die Sneak getippt. Mal gucken, ob der kommt. Ist getitelt als Science-Fiction-Film, ein Thriller über eine Gruppe Jugendlicher, deren vermeintliches Escape-Room-Abenteuer sich zu einem bitteren Kampf ums Überleben wandelt. Den hast du gebraucht jetzt, oder? Ja, hab ich extra vorher gesucht. Genau, ist das eigentlich ein deutscher Film, oder? Social Experiment. Ja. Deutscher Titel, ne? Ja, das weiß man bei uns heutzutage nicht mehr. Also Hauptdarsteller Adrian Marvin Suarez Brinkert spielt noch mit Tapelo Maschiane und Emilia Jadlili. Gustav Strunz. Ich will wissen, welches Produktionsland das ist. Ja, ne, klingt nach deutschen Schauspielern. Gustav Strunz, Raffaella Kraus. Ja. Könnte deutsch sein, ja. Okay, gut. Geht in diese Richtung, also, würde ich auch mal sagen. Das würde ich, also an dieser Stelle würde ich das auch mal. Anjas Vater verschwindet spurlos, als sie nur 8 Jahre alt ist. Doch seit dem Ereignis ist einiges passiert und Anja kehrt als Praktikantin der Forstwirtschaft wieder zurück in die Heimat. Sie arbeitet ausgerechnet in dem Waldgebiet, wo ihr Vater damals verschwunden ist. Kurz nach ihrer Rückkehr erschüttert ein Selbstmord die Gemeinde und alle glauben, dass dieser im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht. Anja stößt auf Unregelmäßigkeiten im Boden, die zur Katastrophe führen. Die Rede ist von dem Dramaspielfilm, der hier auch als Thriller betitelt wird, Schweigend steht der Wald. Kann man jetzt sehr oft verwenden hier. So, wo sind wir denn? See How They Run. Eine Krimi-Komödie mit Sam Rockwell. Oh, okay, den muss ich gucken. Wusste ich gar nicht, dass der neuen Film. Und ich glaube, die spricht sich Saoirse, ne? Saoirse Ronan, die im Londoner Theateruntergrund der 50er Jahre einen Mord aufdecken müssen. Ah, okay. Dann haben wir Piggy, effektiver Schocker über ein übergewichtiges Mädchen, das von anderen Teenagerinnen schikaniert wird. Okay. Mobbing-Film, oje. Oder ist das dann so eine Art Carrie? Wahrscheinlich, ne? Weil auf dem Poster... Man weiß es nicht. Sieht die so aus, da wie Carrie auf dem Poster. Dann Best of Cinema, die Reihe. Kommt jetzt ein Film, den ich auch sehr, sehr mag. Nämlich Die Klapperschlange. Snake Plissken. Der John Carpenter-Film. Also John Carpenter, der ja auch Halloween gemacht hat, hat damals Escape from New York, hieß der, glaube ich, im Original. Im Deutschen heißt er Die Klapperschlange, warum auch immer. wahrscheinlich, weil der Snake heißt, aber gut. Mit Kurt Russell in der Hauptrolle, wo ganz Manhattan hat quasi eine Mauer außenrum, weil man hat gesagt, oh, man hat so viele Kriminelle und so. Man hat dann einfach Manhattan irgendwie eine Mauer drum gemacht oder war es ganz New York, weiß gar nicht mehr. Und hat quasi alles zu einem Gefängnis gemacht und stopft dann einfach die, im Chris gefällt der Ausdruck immer, die bösen Buben da einfach da rein. Und blöderweise stürzt aber das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten ab und er hat so eine Rettungskapsel, so ähnlich wie dieser Pod bei Star Wars, wo die sich da so absprengen können. Und dieser Pod landet halt mitten in diesem Großgefängnis und jetzt soll nun, natürlich wird ein Mann gebraucht, der das kann. Das kann niemand sonst. Und da wird eben Snake Plissken alias Kurt Russell geholt, der dann reingehen soll in das Gefängnis, wo natürlich mittlerweile ganz eigene Gesellschaftsstrukturen herrschen und alles sehr postapokalyptisch und anarchisch ist, was ich sehr mag, gut dargestellt. Und soll den Präsidenten dort rausholen. Cooler Film. Also wenn man den jetzt auf der großen Leinwand, ich habe den auch noch nie auf der großen Leinwand gesehen, vielleicht ist das sogar mal so ein Ding, wo ich mal reingehe in diese Best-of-Cinema-Reihe, weil die meisten anderen, die da so gelaufen sind, die habe ich schon zur Genüge gesehen gehabt, auch teilweise mehrfach im Kino. Den nicht. Ja, vielleicht ist das mal ein Thema für mich. Mal gucken. Arthouse-Classics gibt es auch einen, und zwar Die Nacht der lebenden Toten. Oh, sehr gut. Den mag ich. Den mag ich auch. Ja, und dann gibt es einen Doku-Film, der mich tatsächlich ein bisschen interessiert. Selena Gomez, My Mind and Me. Aber scheiß drauf. Wollen wir nichts sagen zu Die Nacht der lebenden Toten? Der allererste richtige Zombie-Film, wenn ich es mal so nenne. Muss ich dazu noch was sagen? Ja, also,
also wer den nicht gesehen hat, geht da mal rein. Also George A. Romeros erster Film, der eigentlich eher eine Parabel auf andere Themen war. Unbedingt anschauen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich zu diesem Film groß was sagen muss. Wir haben auch jüngere Zuschauer. Welche jüngeren Zuschauer? Vor allem Zuhörer, wenn da Zuschauer. Zuschauer. Vielleicht mache ich auch mal so einen Livestream hier, wie der Typ in dem bei Bros, so weißt du, wo ich gleichzeitig unseren Podcast livestreame, während wir aufnehmen. Das wäre da auch was. Ja, glaube ich nicht. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Oh, Erik ist dann zu sehen, ist doch schön. Nur ich. 90 Minuten okay, nur das ich. Das ist okay. Ansonsten bin ich an dem Tag krank. Bang, boom, bang. Ja. Okay. Übrigens könnt ihr dann auch Erik S. My Mind and Me. Es kommt so, noch, wo waren wir? Es kommt noch ein Film bei Selena Gomez. Von Regie Tarek Boudali, Drehbuch Tarek Boudali und Besetzung Tarek Boudali. Das verspricht doch einen Top-Film zu werden, wenn der Regisseur und der Drehbuchautor sich selber in der Hauptrolle besetzt. Das klingt immer sehr, sehr gut. Da kann was Gutes rauskommen, ähnlich wie bei Kevin Smith oder vielleicht auch was nicht so Gutes wie bei anderen Beispielen. Vielleicht ist er gut, ich weiß es nicht. Der heißt 30 Tage, ein Kopf dreht auf. Ein Polizist, der das Glück nicht gerade gepachtet hat. Aufgrund seiner Missgeschicke wird er von seinen Kollegen aufgezogen. Und eines Tages bekommt er von seinem Arzt mitgeteilt, dass er nur noch 30 Tage zu leben hat. Er weiß allerdings nicht, dass dies eine Fehldiagnose ist, aber er lebt dann so, als wäre jeder Tag sein letzter und versucht, seine Bucketliste abzuarbeiten. Klingt ja ganz nett. Vielleicht für eine Sneak wäre da gut gewesen. Originaltitel Trois Jours Max, also wahrscheinlich ein französischer Film. Ah ja, ich glaube, den Schauspieler haben wir auch schon in so einem französischen Film gesehen. Stimmt. Werde ich mir mal vormerken. Vielleicht kriege ich mal übrigens The North Drift, was ja als Drama ist eine Doku. Was heißt das? Ist halt Atlas? Eine dramatische Doku. Ja. Atlas. Ist das der Atlas von. Was? Atlas? Geht's um das Film, der heißt Atlas, aber da gab es doch schon mal. Hier finde ich einen von 2018, deswegen. Geht's um das schwere Schulbuch? Nein. Wow. Wir haben ihn alle gehasst. Ja. Er ist tatsächlich irgendwie was Neues. Zauberer Schnitzel im Gipfelglück noch und man bandier mal Füße Kulübü. Ein Drama, ein türkisches Drama nehme ich an. Füße Kulübü. So, ich denke mal, da haben wir alles, was jetzt so neu anläuft, so die meisten Sachen. Mal gucken, was es davon überhaupt bei uns ins Kino schafft. Und ich habe ja freundlicherweise einen Screener zur Verfügung gestellt bekommen, zu einem Film, den wir schon in der Sneak Preview hatten und hier auch schon besprochen hatten. Deswegen brauche ich vielleicht nicht mehr in aller Tiefe drauf einzugehen, nämlich Was dein Herz dir sagt, Adieu, ihr Idioten. Und der Chris hat den schon mal vorgestellt gehabt, vielleicht nochmal ganz kurz. Hier ist es auch so ähnlich wie bei diesem, was wir gerade gehört hatten, Trois Jours Max. Hier ist es aber eine junge Frau, die gesagt bekommt, dass sie nicht mehr so lange zu leben hat. Sie hat nämlich jahrelang als Friseurin gearbeitet und hat durch diese ganzen Haarsprays ist ihre Lunge angegriffen und das hat mittlerweile schon einen Zustand erreicht, dass sie sehr atemlos ist. Sie muss immer so Asthmaspray immer mal nehmen und sie hat nicht mehr lange zu leben. Das macht ihr Arzt deutlich und dann gibt's so eine coole Szene, wo der Arzt sich nur einmal umdreht und plötzlich ist sie weg verschwunden, weil ja sie sagt dann okay, geht das mal in ihren Friseursalon, schmeißt alle Haarspray Dinger weg und ja, begibt sich dann auf eine Art, ja, erstmal noch nicht Roadtrip. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Sie lässt dann so ein bisschen ihr Leben Revue passieren. Und in ihrem Leben gab es nämlich eine Stelle, als sie jung war, als sie 16 Jahre war, ist sie schwanger geworden. Und ihre Eltern drängten sie dazu, dass sie das Kind zur Adoption freigibt. Da gibt es eine sehr berührende Szene, wo sie quasi in der Geburt, sie sieht das noch einmal kurz und wird ihr weggenommen und sie möchte dann, dass, weil sie eben nicht mehr lange zu leben hat, sie möchte eben sehen, dass es dem Kind, was sie damals weggegeben hat, gut geht und ist natürlich gar nicht so einfach rauszufinden. Sie begibt sich erstmal dahin, wo so das alles verzeichnet ist, diese Adoptionspapiere und so weiter, aber man sieht hier auch, Frankreich ist nämlich im Gegensatz zu dem Klischee von Deutschland, dass alles sehr bürokratisch ist. Frankreich ist viel, viel bürokratischer. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, sowohl beruflicherseits als auch privater Natur. Frankreich ist viel
bürokratischer. Also ich verstehe nicht, warum Deutschland immer dieses Klischee hat. Und sie kommt in dieser Bürokratie nicht weit und ihr wird dann halt gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr Kind Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Also ihre Daten sind hinterlegt. Also wenn das Kind es jemals möchte, kann es mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber umgekehrt ist es nicht möglich, weil sie hat es abgegeben. Und parallel dazu gibt es eine Geschichte mit einem IT-Spezialisten, der in so einer französischen Behörde für die IT-Sicherheit zuständig ist. Und er bekommt gesagt, dass er durch einen Jüngeren ersetzt wird. Und dann gibt es eine gleiche Szene wie damals bei dem Arzt, wo er sich umdreht und sie ist plötzlich weg. Und so gibt es das dann bei ihm auch. Er soll noch seinen Nachfolger einlernen und plötzlich dreht sich der Chef um und wupp, der Stuhl ist leer, er ist weg. Er will sich dann eigentlich das Leben nehmen, das klappt alles nicht ganz so. Und die beiden begegnen sich, die Suze und der Jean-Baptiste. Und weil er eben sich gut mit IT auskennt und weil sie Daten braucht, machen sie dann so eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, er soll ihr helfen, die Daten zu finden von ihrem Sohn und sie soll quasi für ihn aussagen, weil da ging ein bisschen was schief bei seinem Selbstmordversuch, sodass er quasi auf der Flucht ist vor der Polizei auch und sie sagt halt, sie hat gesehen, dass er versucht hat, sich selber umzubringen und dass dieser Kollateralschaden, der entstanden ist, dass das nicht seine Schuld war und sie würde dann für ihn aussagen und da ist diese Zweckgemeinschaft und auf ihrem Roadtrip, der da so anfängt, auf ihrem Roadtrip nehmen sie noch einen blinden Archivar mit, also wenn man in einem Archiv arbeitet mit sehr vielen Akten, ist natürlich das Wichtigste, dass man sehen kann, aber man hat dort in dieser französischen Behörde gesagt, ja, wir haben eine Quote zu erfüllen an Behinderten und irgendwas, die wir da irgendwo unterbringen müssen und da haben sie ihn da ins Archiv gesteckt, deswegen brauchen sie auch nicht mehr das Licht anlassen in dem Archiv, da sparen sie ein bisschen Strom und so. Also das ist dieser Humor, der auch in diesem Film steckt, man hört da schon ein bisschen was raus und ja, mit diesem Archivar begeben sich dann eben auf diesen Roadtrip, das Kind von ihr ausfindig zu machen, der natürlich mittlerweile kein Kind mehr ist und dann gibt es sehr absurde Situationen. Der Film ist romantisch auf eine Weise. Der Film ist hat einen sehr tollen Humor, der an keiner Stelle irgendwie oben drüber ist, der immer sehr unerwartet, aber sehr passend ist. Das ganze Drehbuch ist der Hammer. Es gibt sehr tolle Kamerafahrten und Kameraszenen, insbesondere die Verknüpfung zwischen zwei Szenen, da saß ich manchmal da. Ich habe es leider hier nur als Screener auf meinem großen Monitor hier geschaut, wo ich mir gewünscht hätte, das im Kino gesehen zu haben, wo einfach mal, ja, ich will es nicht zu viel spoilern, wie die Intermission-Szenen gemacht sind und diese sagen, es hat mir wirklich gut gefallen, der Film. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Wenn ihr die Chance habt, den irgendwo im Kino noch mitzunehmen, kein Wunder, dass der mit Preisen überhäuft wurde, der Film. Und sehr empfehlenswert. Was dein Herz dir sagt, Adieu Idioten heißt der im Deutschen. Im Französischen Adieu Le Con. Im Englischen heißt er, glaube ich, Bye Bye Morons oder so ähnlich. Und ja. Echt empfehlenswerter Film. Und mit einem ganz, ganz tollen, unerwarteten Ende. Also, wenn das nicht reicht, ich gebe 9 Punkte und ich muss mal in der Glorious Sneak Facebook-Gruppe noch mal ein bisschen zurückscrollen, wo der kam. Da werde ich noch mal eine dicke Empfehlung dalassen und möchte den empfehlen. Der läuft jetzt gerade noch in manchen Kinos, leider nicht so präsent wie jetzt andere Filme, die mehr Budget haben. Oder wann läuft der an? Mal gleich mal gucken. Hier steht es wieder nicht. Verdammt. Ich finde es vielleicht noch raus, während wir dann über andere Sachen sprechen. Deswegen kann jetzt die Kate mal den Hurricane Heist vorstellen und inzwischen gucke ich mal, wann der anläuft, was dein Herz dir sagt. Die Perle der Lichtspielkunst möchte ich vorstellen. Habt ihr den im Kino gesehen oder ist das ein Streaming-Film, oder? Ja, also wir haben ihn auf Sky geguckt. Und der Chris meinte, komm, wir gucken das an, das ist irgendwie Hurricane und Überfall und könnte doch gefallen. Und wir haben ihn angeklickt und fanden ihn ganz, ganz, ganz furchtbar schlimm. Also, Gesundheit. Es geht um, die Hauptdarstellerin ist Maggie Grace, die könnte man kennen aus Lost, wer Lost damals gesehen hat. Und Toby. Das passt so gut.
Die ist so lost in dem Film. Und Toby Cabell, den man auch schon öfter gesehen hat, aber woher, kann ich euch jetzt auch nicht mehr sagen, aber man kennt ihn aus. Ah, ich gucke gerade hier. Planet der Affen hat er mitgespielt, Fantastic Four hat er mitgespielt, Warcraft hat er mitgespielt, For All Mankind. Also in durchaus einigen Filmen mitgespielt, in denen man ihn kennt. Es geht um Folgendes. Also es geht einmal um einen Hurricane, denn der Toby Cabell spielt den Will, der ist Meteorologe und hat diese Faszination für sich entdeckt als Kind, als er von einem Hurricane mit seinem Bruder erfasst wurde, der Hurricane hat seinen Vater getötet. Und Hurricane so. Andrew war das, glaube ich. Ne? Ja, das war irgendwie so, keine Ahnung. Und seitdem ist er diesem Wetterphänomen auf der Spur und ist eben Meteorologe geworden. Sein Bruder hat eine Autowerkstatt oder generell irgendeine Werkstatt. Und die Maggie ist eine, ja. Bundesbeamtin. Genau, Bundesbeamtin und soll für das US-Finanzministerium alte Geldmengen transportieren, die dann verschrottet werden sollen, die so geschreddert werden sollen in so einer Anlage. Und alles trifft in diesem Örtchen, wo der Hurricane stattfinden soll, zusammen. Der Meteorologe ist dort, um zu berichten, wie schlimm das wirklich wird. Sie ist dorthin unterwegs, um eben das Geld vernichten zu lassen. Und das Ganze wird dann natürlich problematisch, als dann eben dieser Banktresor oder dieser Tresor, wo das Geld vernichtet werden soll, also mehrere Milliarden Dollar, überfallen wird. Und das ist die Geschichte. Es geht um einen Raubüberfall während einem Hurricane, der extrem falsch dargestellt wird, diese Hurricane. Es ist ganz, ganz furchtbar schlecht gespielt. Es sind Dialoge aus der Hölle. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass er ganz, ganz schlimm ist. Aber trotzdem haben wir ihn zu Ende geguckt. Weil er wirklich, also er hatte seine lustigen Momente, also man darf diesen Film nicht ernst nehmen. Also sowohl die Darstellung des Hurricanes ist komplett überspitzt, als auch die Dialoge, die wirklich aus der Hölle kommen, die sich verdammt ernst nehmen, aber du darfst einfach nicht ernst nehmen. Dann ist lustig, dann macht der Film Spaß. Und schauspielerisch einfach ganz, ganz schlimm. Chris, was habe ich vergessen zu sagen, außer dass er schlimm ist? Also ganz, ganz schlimm trifft es tatsächlich in Extremen. Also der Schurke, der Oberschurke Connor. Oh Gott, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ralph Ineson gespielt und steht hier, britischer Schauspieler und Synchronsprecher. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rollen als Amicus Carrow in den Harry Potter Filmen und als Dagmar Clefjaw in der Fernsehserie Game of Thrones bekannt. Wer? Das heißt, Kate sollte ihn eigentlich kennen. Also ich kenne ihn gar nicht. Ich habe selten jemanden so mies einen Bösewicht spielen sehen. Wie heißt denn deine Rolle? Bei Harry Potter? Amicus Carrow. Nein, ich meine jetzt in dem Film. Connor, was weiß ich was. Ich versuche den gerade hier auf der Liste. Und wenn man sich überlegt, okay, das höchste Regal, wo man schauspielerisch reingegriffen hat, ist Maggie Grace. Das heißt, es ist schon jetzt, ja. Ich würde mal sagen, nicht unbedingt die ABC-Liste, sondern schon Richtung D-Liste. Aber ist ja okay, es war so der einzige Lichtblick für mich in diesem Film. Ansonsten ist es einfach völlig banal, wenn man auch die Filmbeschreibung hier nochmal sich anschaut. Also Kate hat es schon richtig erzählt, nur die Filmbeschreibung heißt halt, während ein Hurricane der Stufe 5 auf eine evakuierte Kleinstadt an der Küste Alabamas zurast, will eine Gruppe von Hackern und ehemaligen Söldnern eine schwer bewachte Einrichtung der Finanzbehörde überfallen und sich Geldscheine im Wert von 600 Millionen Dollar unter den Nagel reißen. Doch die Diebe haben die Rechnung ohne die Bundesbeamtin Casey, den Hurricane-Experten Will und dessen Bruder, den Mechaniker Breeze, gemacht. Oh nein. Es ist so rotzedoof. Also es ist wirklich so teilweise rotzedoof. Aus allen möglichen Filmen irgendwie zusammengeklaut, die Ideen, finde ich. es kann man ja machen, aber dann bitte auch gescheit. Und es gibt eine richtig schöne Verfolgungsjagd am Ende mit LKWs und das ist
eine derartige Frechheit, wie schlecht das animiert ist, weil du siehst, wann es richtige LKWs sind und wann es computeranimierte LKWs sind. Es ist eine absolute Frechheit. Also, und dann diese Wetterwand, die diese Hurricane darstellen soll. Das ist, also der hat so Ausmaße wie diese Hurricane-Darstellungen bei wie hieß der Film? Mit Jack Gyllenhaal, wo die Welt gefriert. The Day After Tomorrow. The Day After, After Tomorrow. Die so eine Wolkenwand musst du dir vorstellen, wie bei The Day After Tomorrow, wenn die in dem Auge sind, wo die Temperatur so runtergeht. Nur halt in wirbelig und dreckig und nicht so schön weiß wie in The Day After Tomorrow. Und du denkst dir so, das ist doch kein Hurricane. Das ist einfach nur Weltuntergangsszenerie gemacht. Und da werden Häuser weggepustet, wie wenn ein, weiß ich nicht, ein F9-Tornado durchgehen würde. Der Regisseur. Also, ist total blödsinnig. Der Regisseur von eurem Film, der hat ja Fast and Furious ein paar Filme gemacht, ne, der Rob Cohn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mit den LKWs, was du sagst, dachte ich, okay, wenigstens die Szenen sind vielleicht dann gut gemacht. Nein. Aber nein, ganz, ganz katastrophal. Ganz, ganz schlimm, ja. Also wirklich. Was für eine, also nee, es ist so schlimm, so schlecht eigentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, was haben die sich gedacht? So, jetzt haben wir mal einen richtig geilen Film hier gemacht. Oh, wir haben nämlich Hurricane und einen Banküberfall oder na, heißt der zusammen. Und vor allem, der Witz ist ja, da kommen ja diese Computer Typen in die Firma rein, die ja angeblich angemeldet sind, um irgendein Update zu machen. Und ich sehe die Frau in so einem Mini-Glitzerkleid mit einer Jacke drüber. Und ich so, das ist böse. Das ist so lächerlich. Einfach. Das hast du ja sofort angesehen, weil die eine auch so Prinzessin, die war, ich kann eh alles mir bald kaufen, reinkommt und nicht wie eine Computerangestellte mit einem normalen Outfit. Ja? Die kam halt wie in einem Abendkleid da rein, wo ich mir denke, fällt das nicht auf? Dann, oh, die Telefonleitung ist tot. Oh, das Notstromaggregat ist tot. Das kommt bestimmt von dem Hurricane, der noch 30 Kilometer weit entfernt ist. Das liegt bestimmt daran. So, ja. Was ist das? Die sind so dumm. Und dann, ach ja, und die Schreddermaschine tut seit gestern nicht mehr. Deswegen konnten wir so und so viel Milliarden Dollar noch gar nicht verschreddern. Deswegen haben wir jetzt hier einen Stau an Geld. Was für eine Überraschung. Die Maschine ist kaputt. Die Maschine ist nämlich schon relativ lange kaputt und irgendwie konnte man die gar nicht reparieren. Ja. Aber ihr seht, so schlechte Filme, das kann schon Spaß machen. Ja, absolut, absolut. Deswegen gebe ich ihm auch tatsächlich 3 Punkte, weil ich ihn tatsächlich ganz nett fand, aber halt einfach unsagbar dumm. Ich würde sagen, also abgesehen von eurer Punktewertung, habt ihr mir echt Lust auf den Film gemacht. Ja, guck mal, den gibt's auf Sky zu klicken. Der ist on demand verfügbar. Aber richtig schön finde ich auch eine Szene, die wollen so ein komisches Satellitending kaputt machen, damit die Bösen nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und dann wollen sie die Antenne vom Dach runterholen. Und sie ist unten am Auto und bedient die Winde während eines Hurricanes. Er ist oben auf dem Dach eines Gebäudes und versucht, die Winde an der Antenne festzumachen. Und er schreit von diesem hohen Gebäude während eines Sturms runter zu ihr und sie antwortet. Ja, wer kennt es nicht? Komplett falsch. Entschuldigung, der Chris steht bei uns im Bad und ich sitze im Wohnzimmer und rufe ihn und er hört mich nicht. Auch von unten was schreien, das hört ihr auch astrein. Wir kriegen das nicht mal hier in unserer eigenen Wohnung gebacken, dass er mich hört oder ich ihn höre. Ja? Wie soll denn das dann von Dach zu Boden bei einem Hurricane funktionieren? Kannst du mir mal helfen? Stille. So schlimm. Es gibt Essen. Oh, ich bin da. Ja, das hört er komischerweise immer. Das kenne ich von mir. Ja, sehr schön. Guck ihn mal, dir mal an. Ich glaube, der könnte dir gefallen. Oh, der könnte mir gefallen. Ja. Das höre ich jetzt schon raus hier. Das guck ich mal auf den großen Fernseher. Also Hurricane Action muss ich auf den großen Fernseher. Ich habe auch noch so einen ähnlichen Film geschaut, nämlich den Schläferz der Woche. In der Gewalt der Riesenameisen. Das ist ungefähr genau so die gleiche Kategorie Film, schätze ich mal. Wobei ja hier bei Schläferz gucken wir ja ganz bewusst die etwas schlechteren Filme. Und der Film ist von 1977 oder so.
ein Tierhorrorfilm, das ist ja immer so mein Ding. Und ich fand die, also für die damalige Zeit fand ich die Effekte recht gut gemacht mit den großen Ameisen. Man hat halt meistens dann das so reingeschnitten, dass die so groß aussahen. Man hat die irgendwie mit so einem Mikroskop aufgenommen, dass sie so riesig aussahen. Oder mit Vergrößerungsglas, besser gesagt. Und die Story ist halt, dass dann so in den Sümpfen Floridas oder besser gesagt auf so einer schönen Insel in Florida soll so ein neues Ressort entstehen, wo dann die Leute Häuser kaufen können und sowas. Und da ist halt so eine Truppe da auf dieser Insel. Und aber auf dieser Insel wurde auch illegaler Müll abgeladen, der dazu führt, dass natürlich dann die Ameisen riesengroß werden. Und ich sag mal so, die Szenen, wo dann wirklich, also die nicht mit dieser Vergrößerungstechnik waren, wo man die in der Totalen sieht, sondern die Szenen, wo dann irgendwelche Menschen von Ameisen angegriffen werden und man hat gesehen, dass da irgendwie ein Mensch war, der mit so einer Art Puppe. Das sah schon sehr lustig aus. Und hier der größte Name in der Reihe ist Joan Collins, die hier tatsächlich mitgespielt hat, und Robert Lansing. Und ja, war sehr lustig. Also wer Tierhorror mag, und man kennt ja so die anderen Sachen hier, Formicola und It Came from the Desert und sowas, gab es ja auch ein schönes Amiga-Spiel und so. Ja, macht Spaß. Kann man ja bei Schläferz mittlerweile auch später im Online-Stream angucken. Und diese Woche gibt es dann den Film Gib Gas, ich will Spaß. Ich glaube, den kenne ich sogar. Mit Nena und Markus, der das Lied damals gesungen hat. Ja. Und Karl Dall in 5 Rollen. Also wenn das nicht zieht, also dann weiß ich auch nicht. Terence Trent D'Arby ist sogar mit dabei. Also war wahrscheinlich damals so ungefähr die Zeit. War das 1983? Okay. Produziert in der BRD. Ja, das wird wieder ein absolutes Lowlight, ein absolutes Must-See-Lowlight. Wunderbar. Diesen Freitag wieder 22 Uhr auf Tele 5 oder später dann in der Mediathek. Und ich habe eine News. News. Eine Podcast-Empfehlung habe ich heute mal. Und zwar ein Freund unserer Sendung, der Kai. Ihr werdet euch vielleicht nicht mehr ganz so präsent erinnern. Wir hatten ja früher mal so Amazon-Affiliate-Links und da gab es immer mal, dass da irgendwie große Monitore und sowas bestellt wurden, irgendwie so richtig geile, die ich noch nicht mal zu Hause habe, so richtig ganz breite 21:9 irgendwie oder irgendwelche Top-Technik, irgendwelche Laptops und so. Und da hatte mich ja dann mal jemand kontaktiert, der gesagt hat, ja, ich bestelle das hier für meine Agentur. Und das ist nämlich der Kai, der hat eine Agentur und die programmieren Apps. Und ja, die haben einige Apps gemacht. Manche von denen werdet ihr vielleicht sogar nutzen im täglichen Betrieb. Also für gerade in Baden-Württemberg einige Apps, die gemacht haben. Ich will da jetzt auch gar nicht so drauf aus. Und er hat jetzt mit seiner Erfahrung einen Podcast gestartet, der heißt Lass doch mal eine App machen. Und die ist immer mehrfach geteilt oder hat mehrere Kapitel immer jede Folge. In einem Kapitel widmet er sich so ein bisschen der, ich sag mal so, der App der Woche, wo er halt irgendwelche Sachen testet oder vorstellt. Zum Beispiel hat er jetzt mal so Banking-Apps mal getestet, welche davon gut ist, oder gerade so diese Multibanking-Apps, die vielfach genutzt werden, welche kann man davon nutzen, was funktioniert. Dann hat er in der Vergangenheit auch schon mal so Wetter-Apps getestet gehabt, welche am ehesten die Voraussage treffen. In seinem YouTube-Kanal wird er wahrscheinlich auch noch mal vielleicht mal mit in seinen Podcast mit reinnehmen. Im YouTube-Kanal haben sie zum Beispiel mal so Pizza-Bestell-Apps getestet und haben geguckt, welcher am schnellsten liefert und wo es am besten schmeckt. Haben sie überall die gleiche Pizza, irgendeine Salami-Pizza bestellt. Ja, und jetzt hier in diesem neuen Podcast, wie gesagt, ein Teil so die App der Woche, der zweite Teil der App-Fail der Woche, also wirklich miese Apps, die schlecht gemacht sind, die schlechte UI haben und so weiter. Und im dritten Teil geht es auch immer darum, wenn man selber eine Idee hat, wie kann man sowas umsetzen, also von der Idee zur App. Und da gibt es jetzt mittlerweile 3 Folgen und ich habe schon die ersten 2 gehört. Ich finde die ziemlich gut gemacht, ist gut erzählt, top Soundqualität. Also er hat dazu auch gleichzeitig, wie in diesem Film Bros, er macht das auch gleichzeitig als YouTube-Format. Also wer möchte, kann sich das auch auf YouTube anschauen als Video, diesen Podcast.
Und würde ich einfach mal empfehlen. Sind auch immer kurz und knackig, so 20 Minuten ungefähr. Hier die eine Folge, die neue, die ich noch nicht gehört habe, die heute erschienen ist. Nee, gestern erschienen ist, die hat 38 Minuten, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Da geht es zum Beispiel darum, wie Lufthansa mit den AirTags umgeht. Also man kann ja AirTags zum Beispiel an den Koffer machen und die AirTags, die sagen ja dann dem Smartphone, wo sich gerade der Koffer befindet, was eine coole Sache ist, wenn man sicher gehen will, dass der Koffer sich auch im Flugzeug befindet. Was ja heutzutage nicht selbstverständlich ist, wenn man da manche Instagram-Stories so sieht, was da mit Koffern passiert. Ja, und die Frage ist, wie geht zum Beispiel Lufthansa mit diesen funkenden Teilen um? Ja, interessanter Podcast, kurz und knackig erzählt, mit viel Infos. Würde ich einfach mal, ich lasse mal ein Like da und eine Empfehlung zum Follow. Und genau, der Kai, der hat uns ja früher unterstützt, deswegen unterstützen wir ihn jetzt auch mal mit seinem Projekt. Würde ich euch empfehlen, mal zu abonnieren auch. Euch auch. Mach mal. Euch zwei. Ja, ja. Genau. Okay, danke. Bitte, bitte. Ja, wenn da so Wetter-Apps und so da schon getestet hat, das finde ich ganz interessant. Im Podcast noch nicht. Nee, aber in seinem YouTube-Channel. Hat er in seinem YouTube-Channel, der aber anders heißt, der heißt irgendwie Kai the App Guy heißt der. Okay, cool. Der YouTube-Channel. Und wie gesagt, das mit dem Pizza fand ich sehr, sehr cool. Einen seiner Mitarbeiter hat er losgeschickt, der musste hinfahren zu einem Pizza-Lieferdienst. Nee, Quatsch, einen hat er hingeschickt zu so einem, was ich auch mal getestet hatte, diese Pizza-Automaten, genau. Bei einem hat er bestellt gehabt, genau, und die anderen hat er über die App, so Bring Butler und was es nicht alles gibt, Lieferando, ja, und hat dann natürlich seine Mitarbeiter, ich glaube, denen geht es sehr gut, den Mitarbeitern da in der Agentur, also die kriegen da Pizza bestellt und wenn man da so die Aufnahmen sieht aus der Agentur, das sieht schon alles und die haben diese geilen Monitore, die damals bestellt wurden. Naja, also wenn ihr irgendwas in der Richtung Programmierung zu tun habt, guckt mal, ob da eine Stelle frei ist. Ich glaube, das ist ganz cool. Machen wir weiter mit den Serien und irgendwie finde ich auch den Bumper hier. Serien. Das ist ja der Kai, der Kate hier mit hier. Eieiei. Lass ich natürlich alles drin klar. Hier. Ich war gerade so auf Kai hier, weil steht im Dokument in meinen Notizen. Ja, Kate, The Resort of Sky. Ist das auch wieder sowas wie letztens mit so einem Resort, was irgendwie komisch ist und nur alle komisch agieren oder ist das was anderes? Nee, es ist anders. Also du meinst wahrscheinlich The White Lotus, wo es jetzt übrigens auch bald eine zweite Staffel gibt. The Resort ist eine Serie, die läuft bei Sky unter dem Peacock, unter der Peacock-Rubrik. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, aber die Serie nimmt jetzt gerade so eine Wendung, dass ich sie sehr geil finde. Und deswegen möchte ich sie euch schon jetzt empfehlen, obwohl sie noch aktuell läuft und jede Woche eine neue Folge kommt. Es geht um ein junges Ehepaar, die in Mexiko in einem Resort ihren 10. Hochzeitstag feiern. Die Schauspieler kennt man. Der Noah, den hast du schon an Dutzenden Filmen, Serien, was weiß ich, gesehen. Und sie, die Emma, gespielt wird, die von Christine Milliard, die man kennt als die Mutter von How I Met Your Mother. Das Gesicht kennt man auch. So. Mhm. Genau, und die sind eben auf Hochzeitsreise in einem Resort. Da kriselt es aber ein bisschen. Warum, wird noch im Laufe der Serie erklärt. Das wurde jetzt auch erst in der letzten Folge tatsächlich mal ausgesprochen. Aber dass da was zwischen den beiden nicht in Ordnung ist, wird relativ schnell klar. Sie machen aber trotzdem noch weiter und wollen es irgendwie noch mal retten und keine Ahnung. Und die machen dann auf diesem Resort so Ausflüge oder in dem Resort so Ausflüge mit, unter anderem eine Quad-Tour. Und bei dieser Quad-Tour fährt sie irgendwie dumm über eine Wurzel und wird vom Quad geworfen und kullert so einen Abhang in den Dschungel runter. Und als sie da liegen bleibt, total durchgewuselt und fix und fertig und alles tut weh, guckt sie so auf die Seite und dann liegt da ein altes, ziemlich verratztes Handy rum. Ja, das muss da schon eine ganze Weile liegen. Sie weiß nicht warum, aber sie hat einfach das Gefühl, sie muss das einstecken und nimmt es mit. Und versucht es dann in Gang zu kriegen, aber es ist einfach zu alt. Also geht sie dort in heimlich, ohne ihrem Mann das zu erzählen und so, heimlich in einen Laden, wo sie quasi ein gleiches Handy nur neuer kauft und die SIM-Karte dann rüber reinmacht und das Ganze lädt. Und dabei kommt dann raus, dass das Handy
einem Jungen gehört hat, der in einem anderen Resort oder dort gleich in der Nähe, in einem anderen Resort, vor 15 Jahren spurlos verschwunden ist. Zusammen mit noch einem Mädchen aus dem gleichen Resort, Hotel. Und sie weiß, also sie kann sich es auch nicht genau erklären, aber sie hat irgendwie das Gefühl, sie muss da jetzt nachforschen, weil sie hat jetzt dieses Handy gefunden und keiner weiß, was damals passiert ist. Und nach einem Sturm, der dann zeitgleich dort passiert ist, ging man davon aus, dass die beiden während dem Sturm dann verunglückt sind oder gestorben sind und so. Und sie will das irgendwie aufklären. Sie hat da irgendwie den Drang dazu, das zu machen. Und dann geht eben die zweite Geschichte in der Serie los, wo man eben diese beiden Jugendlichen vor 15 Jahren kennenlernt. Wie die beiden sich kennengelernt haben. Warum sind die auf dieser Insel? Warum die sind mit ihren Familien, Freunden, was weiß ich, unterwegs, ja? Und dann wird's weird. Und das ist dieses Weirde, finde ich richtig, richtig gut. Denn der Typ, dem das Resort gehört, wo die beiden Teenager wohnten, der dreht völlig am Rad. Er hat irgendeine bestimmte Krankheit, wo er alles vergisst und sich dann überall Post-its hinklebt und Gemälde malt, damit er Dinge nicht vergisst. Und sein Chef, der quasi das Hotel leitet dann, weil er es nicht mehr kann, er ist sein bester Freund und das dreht irgendwie komplett ab, es ist aber richtig gut, also es ist jetzt nicht so wie bei The White Lotus oder so. Und du hast eben diese zwei Parallelgeschichten, die da erzählt wird, einmal diese investigative Geschichte, wo die rausfinden wollen, was passiert ist und sich dabei aber auch ihren eigenen Problemen stellen und diese Geschichte vor 15 Jahren, was mit diesen Teenagern passiert ist. Und diese beiden Geschichten werden durch diesen Irren verbunden, denn warum auch immer taucht dieses Ehepaar in einem Gemälde, das vor 15 Jahren gemalt wurde von dem Irren, auf. Nein. Ja, und das ist total abgefahren. Oh nein. Und das ist total, also das ist also wirklich, es klingt total weird und ich will unbedingt wissen, was, vielleicht lebt der Verrückte ja auch noch, das weiß man ja nicht. Ja? Den sieht man nämlich in der Jetztzeit nicht. Aber wer weiß, vielleicht lebt er ja noch und dann ist das Bild gar nicht, ist dieses Bild gar nicht so alt, sondern aktuell. Aber das ist halt alles so ein bisschen sehr mysteriös gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. The Resort auf Sky. Bis jetzt 5 Folgen verfügbar. Das klingt echt nicht schlecht. Also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Und also es werden wohl 8 Folgen laut IMDb sein. 5 sind jetzt schon raus. Ja. Okay. Ich habe es gerade, während du das erzählt hattest, habe ich mal bei mir hier in den Schreibtisch reingegriffen. Ich habe hier ein 15 Jahre altes Handy. Das geht noch. Also, ja. Also ich habe hier einige. Ich habe ein Nokia 3510 hier. Das habe ich gerade eingeschaltet. Das hat noch 75% Akku, würde ich mal sagen. Da fehlen nur zwei Balken zum Vollsein. Also ich habe das ewig nicht mehr rausgeholt. Ne? Aber der sagt mir SIM einsetzen. Ich dachte, ich komme hier irgendwie mal schön ins Menü rein. Das andere, was ich habe, das N73, ist noch etwas neuer. Da komme ich, weiß nicht mehr, wie ich ins Menü reinkomme. Da ist hier so ein komischer, ich wollte mal ein bisschen so einen Klingelton machen oder sowas hier. Aber kriege ich jetzt irgendwie nicht so auf die Schnelle hin. Ah, ich mach's mal wieder aus. Ich lasse mal wieder für ein paar Jahre hier drin. Also es ist wirklich spannend dann auch, cool. Auch diese Beziehung zwischen den beiden, warum die gerade so angespannt ist und so. Ach, das wird dann halt erklärt und es wird alles so, es wird halt so erzählt in einem angenehmen Tempo. Dass du nicht die ganze Zeit überfordert bist mit zu viel, okay, jetzt auch noch das und noch das Robot, und das. Ne? Ja, genau. Der dahinter also, steckt. Also wirklich, ich empfehle es und dabei habe ich es noch nicht mal fertig geguckt. Mr. Robot deswegen. Muss ich auch noch die letzte Staffel gucken. Ey. Hab ich auch noch nicht. Hast du nicht geguckt? Habe ich auch noch nicht geguckt. Eieiei, so viel. Furchtbar. Ja, sogar noch ein Original-Ladegerät. Genau, also angucken. Ja. Erstmal alles wieder in die Schublade räumen. Okay, dann ganz kurz. Ich habe bei Gangs of London die erste Folge von der zweiten Staffel geschaut. Mehr gibt's nämlich noch nicht. Oh, das müssen wir auch noch gucken. Ja, erste Staffel war ja schon der Hammer. Ja. Sehr überraschend von dem Macher von The Raid hier in London. So ein Gangkrieg, der wirklich absolut hammerhart ist und richtig gut inszeniert und wahnsinnig gut. Die zweite Staffel fängt schon wieder ähnlich an. Also wirklich. Ah, sehr gut. Ja, die müssen sich halt neu sortieren. Da gibt's halt neue Player in der ganzen Szenerie und manche. Es ist nicht schlecht, wenn man sich mal so ein Recap von der ersten Staffel vorher noch anguckt, weil da sind einige Sachen, die noch weiterlaufen.
Und aber absoluter Hammer. Ich werde später nochmal davon berichten. Also Gangs of London ist Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat. Ich habe gestern noch zum Chris gesagt, ich glaube, bevor wir die erste Folge gucken, müssen wir die letzte von der vorigen Staffel nochmal angucken, um wieder reinzukommen. Ja, nicht unbedingt die letzte, aber vielleicht mal so ein Recap, weil da sind manche Sachen drin, wo dann halt, ja, ich will nicht zu viel verraten, wo dann halt Rückschlüsse auf Sachen, die nicht unbedingt in der letzten Folge passiert sind, aber vorher irgendwie normal, ne? Okay, und ich habe auch noch fertig geschaut, Rick and Morty, Staffel 6. Oh, das ist richtig, richtig gut. Muss ich unbedingt noch gucken. Ich weiß, ich erzähle jetzt trotzdem mal drüber. Ich spoiler nichts, keine Angst. Ich sag nur, dass es richtig gut ist. Also die letzte Folge, Jurassic Mord, also ganz bewusst die Anspielung auf Jurassic, ist sowas von toll. Und die hat mir so einen Spaß gemacht. Also allein die letzte Folge ist schon so ein Hammer. Die vorhergehenden natürlich auch. Mittlerweile habe ich festgestellt, gibt es die allerdings bei Sky nur noch entweder synchronisiert oder im Original. Wo ich es noch geschaut habe, gab es die immer noch auf Englisch und da haben sie die Untertitel gleich mit rein. Die neuen haben leider keine Untertitel. Manchmal versteht man manche Sachen nicht, wenn er dann irgendwelches Wissenschaftskauderwelsch spricht und so. Da war das mit den Untertiteln eigentlich ganz hilfreich. Deswegen, ja, sehr, sehr toll. Die sechste Staffel, absoluter Hammer. So gut. Ich muss immer noch lachen. Okay, dann sind wir soweit durch heute für die Folge und kommen zu den Musiktipps, wo ja einiges dabei ist, sehe ich hier. Music. Kate, was hast du denn packst du denn auf unsere Playliste drauf? Ich habe ja letzte Woche schon einen Song von Theory of a Dead Man draufgepackt, weil er mir emotional sehr wichtig ist. Diesmal packe ich den allerneuesten neuen Song drauf, der jetzt erst Release hatte von Theory of the Dead Man und der eine wunderbare Botschaft hat und ich den richtig feiere, den Song. Und ich glaube, nach 3 Tagen, wo er released ist, ich den Text schon fast komplett auswendig kann. Dieser nennt sich Dinosaur. Passt ja zu der letzten Folge von Rick and Morty. Ja. Ja. Weiß ich nicht, ich kenne die Folge nicht. Ja, Jurassic Mord. Okay. Chris, was packst du drauf? Ja, Peter Fox macht wieder was, ne? Ja, Peter Fox ist wieder da. Und zwar, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie lang es her war, aber tatsächlich ein Comeback nach 14 Jahren. 14, okay. Was? Ja. Ja, der hat sich damals ein bisschen rausgezogen, dem war der ganze Trubel zu viel, was man verstehen kann. Also der hat seit 14 Jahren nichts mehr gemacht gehabt. Ja, der hatte schon Auftritte an Gott, sich, bin aber ich hat alt. Halt nichts Neues gemacht, ne? Ach, krass. Also ey. Stadtaffe war ja das Soloalbum damals. Und das war 2008 tatsächlich. Ich habe gerade nochmal geguckt. Was? Peter Fox zurück und zusammen mit Ines hat er den Track rausgehauen, Zukunft Pink. Und ah, ich lieb's, herrlich. Muss ehrlich sagen. Es ist ein herrlich, herrlicher Peter Fox Bass und es ist, als wäre er schöne Message gewesen. Auch. Ja. Ja. Hast du schon reingehört, Erik? Ja, ich habe nur den Instagram, das Ding, den kurzen Snippet da. Oh. War ganz cool. Ah, okay, jetzt, ich höre es dann, wenn ich es auf die Playlist packe, höre ich mir es mal komplett durch an. Genau. So Kate, ihren auch. Den ich drauf packe, höre ich mir nicht nochmal an, den kenne ich. Passend zu unserem Sneak-Film von Bros, When Will I Be Famous aus den 80ern. Okay. Das ist mir noch eingefallen, wo du das gerade sagst. Wieso haben die verdammt nochmal in dem Film den Song eingedeutscht, übersetzt? Ja. Hätte man doch einfach lassen können im Englischen mit deutschem Untertitel. Das war so furchtbar, diesen Song zu hören. Im Deutschen. Ich fand es so schlimm. Ich habe mir den nämlich nochmal auf Englisch angehört und im Englischen ist er wirklich süß. Vielleicht mag ich auch deswegen keine Musical, vielleicht mag ich einfach keine deutschen Musical, weil mir das immer zu cheesy ist dann, wenn es deswegen La La Land war ja auf Englisch und so und das hat mir sehr gut gefallen und das fand ich deswegen, doof, da das auf Deutsch. Deswegen habe ich ja Dear Evan Hansen auch auf Englisch geguckt, weil die auch im Deutschen die Songs auf Deutsch gemacht haben. Gut. Also hört Songs auf Englisch, wenn sie im Englischen Original. Im Original. Ja. Und hört mal bei Qatar rein. Ja. Alles klar. Dann da gibt's doch eine Rallye, oder? Bis Paris. Nächste Woche. Bis nächste Woche dann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an alle, die uns auf irgendeiner Form sponsoren und den Podcast unterstützen. Und ja, bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
Kinocast.